Das Leben kann manchmal unberechenbar sein. Man weiß nie, was einen erwartet. Manchmal treffen sogar die unwahrscheinlichsten Menschen aufeinander. Das Millionärspaar Jack und Emily waren zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was ist los? Warum sitzt du hier ganz allein? Oh, du Arme. Du hast deine Eltern verloren. Schatz, wir müssen sie adoptieren. Komm mit uns. Wir werden von nun an deine Familie sein. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Sag Hi zu deinem Butler, Tyler. Ich nehme deinen Regenschirm. Nein, das wirst du nicht. Du brauchst den hier drin nicht. Ich hab Nein gesagt. Lektion Nummer 1. Mach Wednesday niemals wütend. Oh, sieh dir das an. So süß. Wednesday, was war das? Vergiss es. Jetzt ist es Zeit für einen kleinen Snack. Ich hoffe, du magst Kekse. Da kommt das Flugzeug. Was soll denn das? Ah, lass mich los, Wednesday. Oh, das sieht übel aus. Wir müssen etwas Eis drauf tun. Mir geht's schon besser. Ah, unsere Tochter ist verschwunden. Wir müssen sie finden. Ah, so eklig. Da bist du ja. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Es ist so hell. Ich habe die Tapete selbst ausgesucht. Schön, oder? Hey, wo willst du denn hin? Komm, fühl dich wie zu Hause. Ich muss die Wohnung renovieren. Ich habe das Bett nach Westen ausgerichtet. So ist es besser. Findest du nicht auch? Wednesday, hörst du mir zu? 3, 2, 1 und fertig. Was war das? Hier kann ich leben. Zeit für etwas Spaß. Hier, das wird dich in Schwung bringen. Oh ja, ich fühle mich so lebendig. Bye, Wednesday. Viel Spaß in dieser grausamen Welt. Na gut, wer ist der Nächste? Sag uns deine letzten Worte, Huggy. Und tschüss. Ich könnte ein paar neue Themen gebrauchen. Oh, stimmt. Butler. Ja, Wednesday, was brauchst du? Wo bist du? Direkt hinter dir. Lass uns ein Spiel spielen. Ah, ich sitze in der Falle. Mach dir keine Sorgen. Das wird Spaß machen. Mal sehen. Vielleicht das? Nein, das ist zu einfach. Wie wär's mit meinem Lieblingsschläger? Nee, das geht auch nicht. Eine Feder. Ach, die hat etwas Unheimliches an sich. Na gut, Zeit für ein bisschen Kitzelfolter. Hilfe! Was ist das für ein Lärm? Oh, verstehe. Wednesday, stopp! Hi, Dad. Bist du verrückt? Hör sofort damit auf. Womit habe ich das verdient? So ein Verhalten geht gar nicht. Wozu brauchen die überhaupt so viel Gold? Oh, diese reichen Leute. Oh, was ist denn hier los? Schon wieder diese Vision. La 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 la. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Oh, ich kann nicht zulassen, dass das passiert. So ist es besser. Sicherheit geht vor. Ah, was für ein schöner Morgen. Ah, so weich. Schön. Schätzchen, was machst du da? Mach diese Spinnenweben weg. Wir werden dich jetzt umstylen. Ich glaub's nicht. Wie hübsch. Sie macht mir Angst. Nein, nein, nein. Du bist jetzt eine Millionärin. Du kannst nicht herumlaufen und wie ein Bauer aussehen. Hier, probier das an. Perfekt. Das ist schon besser. Wow, so teuer. Also, ich bin da mal weg. Warum bist du so wählerisch? Ich trage nur schwarz. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Stell dich da drüben hin. Oh ja, das sieht super aus. Wir haben eine neue Schülerin in unserer Klasse. Sagt Hi zu Wednesday Adams. Oh, seht sie euch an. Wie sieht die denn aus? Setz dich neben Dennis hin. Mädchen wie dich wollen wir hier nicht. Wow, so gruselig. Ja, die ist wirklich gruselig. Ich hoffe, ihr seid alle auf den Test vorbereitet. Fangt an. Mit dem Smartphone schummeln. Das ist sowas von gestern. Eiskaltes Händchen, du bist dran. Du hilfst mir immer. In der Zwischenzeit schreibe ich eine Nachricht. Ein Smartphone mit Tastatur? Lebt sie in der Steinzeit oder was? Psst, sonst werden wir erwischt. Was ist denn hier los? Wednesday, das geht nicht. Du bekommst eine 6. Aber warum?
Was soll das? Hilfe! Oh, ich muss aufhören zu träumen. Hey, wo sind denn alle? Nur noch ein Strassstein und... Pink steht dir wirklich gut. Nein! Alles nur nicht das. Was ist los? Hattest du einen Albtraum? Keine Sorge. Lass uns ein paar lustige Zeichentrickfilme anschauen, ja? Oh, so süß. Fühlst du dich schon besser? Nein, im Gegenteil. Gib mir die Fernbedienung. Zombie Apokalypse 2. Das ist super. Oh, das ist ja furchtbar. Oh, sie schläft ganz fest. Träum süß, meine kleine Fledermaus. Es wird Zeit, Mom und Dad meine Kochkünste zu zeigen. Mom, Dad, ich hoffe, euch schmeckt mein Lieblingsgericht. Ihr könnt es kaum erwarten, es zu probieren. Oh, ich habe etwas vergessen. Bin gleich wieder da. Wir warten auf dich. Ich frage mich, was da drin ist. Das gibt's doch nicht. Ich glaub's nicht. Nimm deine ekligen Tentakel von mir weg. Schatz, tu doch was. Seht her. Ein Cocktail. Das allsehende Auge. Danke, Schätzchen. Du bist wirklich talentiert. Ja, dein Dad und ich sind so stolz auf dich. Oh nein, da ist dein Auge drin. Ich glaube, ich bestell eine Pizza. Hallo? Mhm. Ja, wir warten. Danke. Hier ist etwas für dich. Und hier kommt der Nachtisch. Oh, okay. Verstehe. Diese gewöhnlichen Sterblichen. Oh, Wednesday. Warum setzt du dich nicht zu uns? Ich denke, heute ist der richtige Tag. Ich sollte meine Eltern zurückholen. Mom, Dad, ich vermisse euch. Lass den Himmel sich entfalten. Lass die Dunkelheit die Welt bedecken. Lass Mom und Dad zu mir zurückkommen. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Ich muss jetzt gehen. Bye und danke für alles. Wir werden dich so vermissen. Oh, Wednesday. Los, komm. Wir gehen nach Hause. Weißt du, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen werde, wo sie nicht mehr da ist. Ich liebe es, Verstecken zu spielen. Wer sucht? Machen wir es auf die erwachsene Art. Ich schon wieder. Es reicht. Versteckt euch. Ich fange an zu zählen. Das Spiel fängt an. Komm, Megan. Wir müssen uns gut verstecken. Lauf da lang. Sonst wird Pinky uns finden. Autsch. Megan, ist alles okay? Ja, klar. Was ist das? Sieh mal. Da ist eine Box. Kylie, wir brauchen ein unsichtbares Haus. Und dann wird uns niemand finden. Wir können mit dem Bau beginnen. Die Materialien liegen schon bereit. Kylie, ich habe den Akkuschrauber. Und ich habe eine Säge. Wir fangen mit dem Rahmen an. Wir setzen die Teile zusammen und befestigen sie mit Winkeln. Du bist dran, Kylie. Ich schaff das. Super, die erste Wand ist fertig. Wow. Es ist nicht mehr viel übrig. Wir haben es geschafft. Sieht schon mal ganz gut aus. Aber es gibt trotzdem noch eine Menge zu tun. Lass uns die Wände machen. Wir müssen sie mit Pappe bekleben. Das ist ein Kinderspiel. Teamwork ist das A und O. Megan, du bist ein echter Profi. Sehr gut. Die Wände sind fertig. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt der spaßige Teil. Das Haus unsichtbar machen. Wir brauchen reflektierende Folie. Wir sollten es mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Also los. Wir müssen das Haus vom Boden bis zum Dach abdecken. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber es gibt keine Hindernisse für Megan und Kylie. Warte, wo ist unsere Tür? Da ist sie ja. Willkommen im unsichtbaren Haus. Und ohne Tapete geht gar nichts. Die hier ist super. Wir kleben sie an. Und die offenen Stellen können wir mit der Folie abdecken. Das ist ganz einfach. Ja, super. Wir brauchen auch eine Decke. Sie soll so luftig wie möglich sein. Dieser leichte Stoff reicht dafür aus. Es ist so schön hier. Es wird noch besser werden. Wie wär's mit einem grünen Design? Kein Problem. Häng einfach die Blumengirlanden an die Wand. Sehr schön. Das sieht so natürlich aus. Aber es gibt ein Problem. Der Boden ist so unbequem. Mit Kissen wird es viel besser sein. Mach's dir bequem. Wir haben uns eine Pause verdient. Aber das unsichtbare Haus ist noch ein bisschen leer. Wir könnten ein paar Möbel gebrauchen. Und wenn wir einen Tisch bauen? Ja, genau, ein Tisch. Groß und rund.
Ich habe sogar einen Spiegel. Und wir machen ein stabiles Bein aus dem Papierkorb. Also, an die Arbeit. Wir verwandeln den Papierkorb. Wir brauchen wieder Folie. Und jetzt verzieren wir die Tischplatte. Sie sieht edel aus und sie glänzt. Und um den Spiegel nicht zu beschmutzen, bedecken wir ihn mit einer Mini-Tischdecke. Wer will etwas essen? Ich habe eine Idee. Obst passt nicht in das unsichtbare Innere. Das müssen wir ändern. Ein bisschen Folie und fertig. Megan, sieh mal. Was ist denn? Sieh dir das an. Wie, ich verstehe das nicht. Was meinst du? Wow. Oh, du bist ein hoffnungsloser Fall. Das ist eine unsichtbare Banane. Die Decke sieht so öde aus. Aha. Ein Glück haben wir diese Girlanden. Mit ihnen macht das Verstecken im Haus mehr Spaß. Wir brauchen mehr Glitzer. Du hast recht. Jetzt wird es hier drin glänzen. Ja. Wir müssen die alten CDs nur noch in Schaumgummi wickeln. Das ist ein Job für echte Handwerker. Wo ist unser Klebeband? Dann fädeln wir die CDs aneinander. Und die Girlanden sind fertig. Je mehr, desto besser. Das ist ganz einfach. Und der letzte Schliff. Wir hängen die Verzierungen an die Decke. Wow, das unsichtbare Haus ist so schön. Es ist wie eine Weltraumparty. Und während die Bauarbeiten laufen, hat das Versteckspiel schon begonnen. So, ich hab dich. Los, komm. Hey. Lass uns nach den anderen suchen. Vergiss es, die Mädchen werden Megan und Kylie nie finden. Sie sind im unsichtbaren Haus. Kylie, sieh mal. Megan, wir müssen ihnen einen Streich spielen. Bist du bereit? Klar, hier sind unsere Masken. Ich brauche nur silberne Sprühfarbe. Und schon kann das Spiel beginnen. Pinky, ich glaube, sie sind da drin. Ich kann ihre Füße sehen. Los, wir überraschen sie. Klopf, klopf. Ich hab euch. Es ist niemand da. Wer seid ihr? Seid ihr Aliens? Es ist gruselig hier. Los, schnell weg hier. Hier gibt es keine Aliens. Nur die Prankster des Jahres. Die haben geschrien wie Babys. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Wände könnten umgestylt werden. Bist du dabei, Kylie? Klar, wir schneiden Mini-Wolken aus Schaumgummi aus und kleben sie an die Wand. Das kann sogar ein Kind machen. Wow, es ist heute bewölkt im unsichtbaren Haus. Aber es wird nicht regnen. Zu, wo haben sie sich versteckt? Keine Ahnung. Sie haben sich einfach in Luft aufgelöst. Das ist verdächtig. Autsch! Hey. Siehst du das? Da ist eine Wand. Oh nein, das unsichtbare Haus wurde entdeckt. Da seid ihr ja. Hab euch. Das Geheimversteck ist nicht mehr geheim. Wir bleiben hier. Es ist schön hier. Wie habt ihr das gemacht? Das war total easy. Ein bisschen glänzende Folie und ein bisschen Geschick. Fühlt euch wie zu Hause. Was? Da sind diese gruseligen Masken. Su, die beiden haben uns reingelegt. Oh, wir wurden erwischt. Pinky, wir wollten dich nicht erschrecken. Wie wär's mit einem Snack? Wir brauchen Luftballons. Sie werden die luftige Verzierung des unsichtbaren Hauses sein. Ich puste sie auf und befestige sie an der Decke. Sieht gut aus. Oh ja, das ist ein Kunstwerk. Außerdem brauchen wir Schutz. Also bauen wir einen Zaun. Und die Tröpfchen sind schon hier. Sieh zu, lerne. Ich mal die Teile an. Und du bringst die Folie an. Du hast es geschafft. Jetzt musst du die Teile zu einem ganzen Zaun zusammensetzen. Und dann stellst du ihn auf den Boden. Megan, jetzt kann niemand mehr in unser Haus kommen. Obst ist gesund. Man kann gar nicht genug davon bekommen. Aber ich habe auf etwas anderes Hunger. Wir nehmen die größte Pizza. Die Adresse ist eine unsichtbare Hütte am Rande des Waldes. Das Liefermädchen hat Probleme. Wie finde ich jetzt dieses unsichtbare Haus? Hallo? Hast du eine Pizza bestellt? Wie lautet die Adresse? Ich sagte doch das unsichtbare Haus. Du stehst direkt daneben. Welches unsichtbare Haus? Soll das ein Joke sein? Das Liefermädchen macht da nicht mit. Oh, das tut weh.
Das scheint das unsichtbare Haus zu sein. Die Arbeit kann sehr gefährlich sein. Kylie, da klopft jemand. Das muss unsere Pizza sein. Mal sehen. Komisch. Die Pizza ist da, aber das Liefermädchen ist weg. Wenigstens müssen wir nicht für das Mittagessen bezahlen. Lass sie dir schmecken. Was kann ich mit dieser alten Lampe machen? Stimmt, ich werde sie umgestalten. Das unsichtbare Haus braucht mehr Licht. Nimm ein Stück Papier und eine Schere. Zeichne Sterne und Planeten auf das Papier. Schneide sie aus. Easy. Kleb die Schablone auf die Lampe. Ja, sie leuchtet. Megan, sieh mal, was ich hab. Ein echter Projektor. Wow. Gute Arbeit. Lass uns die Lampe in die Ecke stellen. Und dann sehen wir uns die Sterne an. Wow, sie sehen so echt aus. Der Lieblings-YouTube-Kanal ist der Muss am Abend. Reiche Mädchen und ein Armes am Strand. Das musst du sehen. Warum darf ich nicht mitgucken? Megan, ich will es auch sehen. Komm schon. Kylie, das ist mein Smartphone. Ach ja? Du bist nicht mehr meine Freundin. Komm schon, Kylie. Wir machen ein Projektor und sehen uns das Video zusammen an. Das ist unmöglich. Von wegen. Mit dieser Lupe kannst du die Leinwand vergrößern. Aber zuerst machen wir ein rundes Loch in die Schachtel. Verziehe sie mit glänzendem Papier. Und wir stecken eine Lupe in das Loch. Sieht gut aus. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt legen wir das Smartphone in die Schachtel. Und der Projektor ist bereit. Das wird unser Kino sein. Siehst du, das war doch ganz einfach. Genieß die Tschum-Tschum-Videos. Megan, du bist ein Genie. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber es ist schon spät. Schlafenszeit. Wollen wir nach Hause gehen? Du hast recht. Komm, wir gehen. Das unsichtbare Haus war so gemütlich. Obwohl es nicht schaden könnte, alle Türen zu schließen. Oh, was haben wir getan? Megan, wie sollen wir jetzt unser Haus finden? Keine Sorge. Wir werden morgen ein neues bauen. Hier ist das Glücksrad. Nur heute. Randy, komm schnell. Lass uns unser Glück versuchen. Ich hoffe, ich bekomme Barbie. Nein, Zombies sind viel interessanter. Seid ihr bereit? Ich werde es drehen. Und wir haben Gold. Glückwunsch. Randy, du bist wunderschön. Du siehst aus wie $1 Million. Und jetzt ich. Bitte lass es Barbie sein. Megan ist so gespannt. Aber heute hat sie kein Glück. Pappe, ist das dein Ernst? Das ist so ungerecht. Aber du kannst das Glücksrad nicht austricksen. Reg dich nicht auf, Megan. Komm. Der beste Ort, um Gold zu kaufen, ist der Juwelierladen. Such dir was aus. Wir haben den besten Schmuck. Nee, ich brauche etwas Besseres. Oh, eine komplizierte Kunde. Schöne Ohrringe für ein schönes Mädchen. Ich brauche etwas anderes. Es soll alles funkeln und strahlen. Aha, das ist eine VIP-Kundin. Und was ist damit? Wow, ein Goldbarren? Das gefällt mir schon besser. Genau den habe ich gesucht. Jetzt brauche ich ein Kleid. Klar. In diesem Laden werden Träume wahr. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Nicht bewegen. Ein Profi ist am Werk. Ich hoffe, es klappt alles. Das muss super werden. Es herzustellen kann ein ganzes Leben dauern. Aber der Profi hat seine Aufgabe erfüllt. Oh, es ist wunderschön. Das ist für dich. Behalt den Rest. Mit VIP-Kunden kann man sich nie langweilen. Der Juwelier hat jetzt genug Geld. Und alle Pappläden sind für Megan geöffnet. Das ist super. Hey Kumpel, wie geht's so? Ich würde gerne etwas anprobieren. Zum Beispiel diesen Hut. Steht er mir? Wow, Pappkollektion 2022. Was für eine schwierige Wahl. Dieses Kleid ist einzigartig. Es sieht so süß aus. In so einem Kleid könntest du sogar auf einen Ball gehen. Ups, Pappe ist nicht sehr stabil. Sorry, das war nicht meine Schuld. Es war ein Unfall. Okay, ich werde bezahlen. Schon besser.
Und das nächste Mal bist du vorsichtiger. Wir veranstalten einen Wettbewerb. Es wird der Kampf des Jahrhunderts sein. Pappe gegen Gold. Wer wird gewinnen? Du wirst verlieren, Wendy. Los, fang an. Sieht so aus, als kämen Pappbälle nicht sehr weit. Das ist so lustig. Ich habe eine bessere Idee. Lass uns Gold-Tischtennis spielen. Bereit? Ups, sorry, das wollte ich nicht. Schon gut, wir lassen es sein. Was für ein schöner Tag. Warum verbringen wir ihn nicht am Pool? Wendy hat so lange gebraucht, um meinen goldenen Badeanzug auszusuchen. Aber es fehlt noch etwas. Goldschmuck und eine Krone. Das braucht ein goldenes Mädchen. Ich geh schwimmen. Okay, Wendy. Aber das kann sie vergessen. Pures Gold ist so schwer. Hilfe! Ich ertrinke! Puh, geschafft. Aber ich habe meinen ganzen Schmuck verloren. Was für ein Tag. Megan wird das Gold retten. Sie kann gut tauchen. Sie braucht nur eine Taucherausrüstung. Wendy, geh nicht weg. Bin gleich wieder da. Eins, zwei und los. Ist alles okay? Hier ist dein Gold. Ich hab's geschafft. Oh, danke. Kein Problem. Ups, die Pappe ist nass geworden. Das passiert mit Pappe. Megan braucht Hilfe. Sie hat mir schließlich auch geholfen. Diese Haarspange wird sie aufmuntern. Sie besteht aus Pappe. Das ist für dich. Oh, danke. Du bist eine echte Freundin. Ich sollte das Loch im Handtuch abdecken. Megan wird sonst ausrasten. Willkommen bei der Kochshow. Hier sind unsere Finalisten. Ihr müsst etwas Besonderes zubereiten. Applaus! Okay, lasst uns anfangen. Wendy hat ein teures Dessert auf der Speisekarte. Das ist gar nicht einfach. Sie muss sich von der besten Seite zeigen. Und Megan kocht mit Pappe. Ich muss es so schneiden. Ich hoffe, es klappt. Hey, pass auf! Megan und Wendy haben schon alles vorbereitet. Das ist lecker! Courtney ist im Rückstand. Aber es gibt noch eine Chance. Ein bisschen kochendes Wasser. Und es ist fertig. Perfekt. Wie das riecht. Die Zeit ist um. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Goldkuchen. Wow. Sieht lecker aus. Schmeckt aber nicht besonders. Ich muss zum Zahnarzt. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Wendy kann nicht den ersten Platz gewinnen. Was hast du? Das ist für dich. Ein neuer Zahn. Gefällt er dir? Nicht wirklich. Lasst uns zur Sache kommen. Mein leckerer Kuchen. Genieß ihn. Papiergeschmack. Habt ihr das gesehen? Ich werde gewinnen. Da stimmt was nicht. Das ist Pappe. Diesen Kuchen kann man nicht essen. Megan hat auch verloren. Was ist mit Courtneys Arbeit? Instant-Nudeln? Interessant. Einfach, aber lecker. Nach Pappe und Gold ist das eine Delikatesse. Courtney, du hast gewonnen. Applaus für die Superköchin. Diese Kochshows sind echt blöd. Dieses Bett muss umgestylt werden. Megan hat so viele Ideen aus Pappe. Und Wendy hat nur Gold im Kopf. In der zweiten Etage wird alles glänzen. Mit goldenen Kissen wird es viel gemütlicher. Wow. Und Megan macht Papierkissen. Die Kissen sind so weich. Und sie rascheln. Wo soll ich dieses Bild aufhängen? Ich weiß. Es soll hier bleiben. Und hier kommen goldene Paletten hin. Sehr schön. Und ich kann am Rand goldene Sticker ankleben. Wendy, du hast etwas verloren. Hier, danke. In der Welt der Pappe gibt es keinen Platz für Gold. Megan hat ihr eigenes Design. Hier kommen die Vögel. Sie kommen an die Wand. Das ist ziemlich gut geworden. Wendy, jetzt müssen wir nur noch das Zimmer verzieren. Pappe und Gold sind so einfach zu kombinieren. Die Show fängt an. Schalt sie ein. Klar. Aber zuerst die Werbung. Sieh dir das an. Ein goldenes iPhone. Es glänzt so. Wow, ich will so eins. Ob es auch etwas für mich gibt? Oh ja, ein Smartphone aus Pappe. Einfach und edel. iPhones kaufen sich nicht von selbst. Ich sollte mich beeilen. Wow, das ging aber schnell.
Das goldene Smartphone ist schon da. Ist das für mich? Danke. Wow, es ist schwer. Wahnsinn. Hey, wo ist mein Smartphone? Da ist es ja. Klingt wie Pappe. Da bin ich mal gespannt. Aber damit das Smartphone funktioniert, muss man es erst zusammenbauen. Na dann los. Wow. Wie trägt man dieses schwere Ding? Dieses Smartphone braucht eine Hülle. Der goldene Kunde bekommt den besten Service. Die beste Hülle. Du kannst sie nie verlieren. Eine menschliche Hülle. Megan, ich muss los. Wir sehen uns später. Megan ist gleich fertig. Nur noch das Logo und... Tada! Hallo? Kannst du mich hören? Warte, ich brauche auch eine Hülle. Ah, hier ist sie. Einfach das Smartphone aufrollen. Und schon ist es gut geschützt. Es ist Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Lass uns mit dem Training beginnen. Goldgewichte versagen nie. Alle Geräte von Randy sind aus Gold. Schön und effektiv. Und Megan bereitet sich auf den Rekord vor. Komm schon! Du kannst es schaffen! Ich glaube an dich! Und los! Oh, wie schwer! Noch ein bisschen! Oh! Das sieht echt lustig aus. Megan, sieh dich mal an. Das Papptraining ist ziemlich anstrengend. Ich pack das nicht. Randy, warum lachst du? Komm schon, Megan. Iss lieber was. Sieh mal, was ich hab. Erdbeeren aus Pappe sind viel besser. Hey, hier wird nicht gegessen. Fangt lieber weiter an zu trainieren. Oh, vergiss es. Ich bin für heute fertig. Die Mädchen haben was Besseres zu tun. Nur heute Abend. Das Glück ist auf eurer Seite. Mädels, das Rad wartet auf euch. Oh nein, vergiss es. Uns reicht es mit den Experimenten. Ihr mögt das Rad nicht? Dann gibt es eine Lotterie. Eine Lotterie? Klingt schon besser. Die Lotterie lügt nie. Dreh, dreh. Ich bin so gespannt. Megan hat dieses Mal Glück gehabt. Jeder kann auch mal Glück haben.